der größte Jahresempfang in der Bundeshauptstadt. Herzlich willkommen beim deutschen Mittelstand. Wenn der BVMW zum Jahresempfang lädt, zeigt sich seine Stärke. Mehr als 3.500 hochrangige Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung nach Berlin. Sie sind der Motor für Innovation, für Fortschritt und damit die Nummer 1 in Europa. Wir freuen uns hier auf eine fantastische Veranstaltung vom BVMW. Wir sind zwar erst seit wenigen Monaten Mitglied, aber haben inzwischen so viel tolle Unterstützung gefunden. Das ist ein tolles Netzwerk und ich habe heute viele Gäste mitgebracht und ich denke, die werden dann alle hier auch Mitglieder werden. Dieser Jahresempfang hier ist natürlich der Höhepunkt des Jahres. Es ist der Mittelstand, der die Flöcke einschlägt, an denen das soziale Netz aufgehangen wird. Und deshalb müssen auch seine Interessen in einer Koalitionsvereinbarung Berücksichtigung finden. Dann wird das nicht funktionieren. Der Jahresempfang ist ein Ereignis hier in der Hauptstadt zum Networking. Und für mich natürlich eine Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass in der deutschen Politik gegenwärtig in Vergessenheit zu geraten scheint, was eigentlich die Stärke unseres Landes ausmacht. Und das ist der Mittelstand, das sind die Gewerbetreibenden, auch die kleinen Gewerbetreibenden, die vor zu viel Bürokratie und auch finanzieller Überlastung geschützt werden müssen. Mittelstands are the backbone of German economy as well as European economy. And they are very important in terms of the global economic growth. So that's why as Turkish Airlines today here, by being part of this event. Modernisierung braucht Zeit und sie braucht Geld. Ihr Verband mit der Bundeswehr hat alleine auch durch die Tatsache, dass sie die Kommission Bundeswehr und Mittelstand gegründet haben, demonstriert, wie stark sie an unserer Seite stehen. Ausgezeichnet wurden drei der Bundeswehr besonders verbundene Unternehmen mit dem Preis Partner der Reserve. Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor betonte die Bedeutung der deutsch-slowenischen Wirtschaftsbeziehungen. Germany has in many ways been an example to us, including the issues of regulating the free market. Emotionaler Höhepunkt war die Verleihung des Ehrenpreises des deutschen Mittelstands an Brigitte Zypries als erste weibliche Preisträgerin. Meine Damen und Herren, die wesentlichen Frauen, die das Land voranbringen, sind im deutschen Mittelstand. Ich habe mich riesig gefreut über diesen Preis. Ich finde es ganz toll, dass der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft mich damit geehrt hat. Herr Ohofen hat ja mit Recht gesagt, ich stamme aus dem Mittelstand und von daher war der Mittelstand seit meiner Berufstätigkeit ein Thema für mich. Wie in jedem Jahr bin ich auch heute gerne zum Bundesverband Mittelständische Wirtschaft gekommen, um mit dem Mittelstand in den Dialog einzutreten. Meine Mitglieder sind alle sehr, sehr zufrieden. Ein toller Jahresempfang. Ich bin seit ein paar Monaten neues Mitglied im BVMW und ich bin total beeindruckt auch von dieser Veranstaltung, wie interessant sie ist und vielseitig. Tolle Leute, tolle Vorträge und ein super Pool für Networking. Wir sehen in der Digitalisierung, insbesondere im deutschen Mittelstand, eine Riesenchance. Wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich ein Digitalministerium. Wir bekommen aber ein Heimatmuseum, ein Heimatministerium. Finale des Bühnenprogramms begeisterte das Trio von Appassionante mit einer fulminanten Darbietung. Im Anschluss freuten sich alle über die besondere Gelegenheit zum professionellen Netzwerken im größten freiwillig organisierten Mittelstandsverband, dem BVMW.